I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Yeah. Hallo, wir sitzen gerade auf der Alm in der Nähe von Innsbruck. Ja, im Nebel. Im Nebel. Gibt es eine Aussicht, leider. Ist ja besser so in Tirol. Muss ich unbedingt sagen, wo man immer ist. Ja, wir haben schon festgestellt, die meisten denken von euch, wir wohnen im Paradies. Was wir ja eigentlich auch irgendwo tun. Ja. Aber leider ist es wie im Paradies in der Bibel. Genau. Überall gibt es nur Äpfel und die dürfen wir nicht greifen. Und Schlangen. Gell? Und Schlangen. Ja. Im übertragenen Sinn ist dann der Apfel der Trail und die Schlange. Irgendwie solche Botschafter oder irgendwelche Verbände, die was sagen, kommt her, fahrt's das. Also ich habe gerade danach wieder, haben mir eine Nachricht gekriegt, wie das jetzt ausschaut in der Gegend. Da sind 700 Kilometer Trails ausgewiesen, welche die sind. Wir haben die gar nicht online und so. Dann sage ich, nein, die sind keine Trails, das sind Asphalt- und Schotterstraßen. Ja, aber das ist doch Trails, wird das markiert oder halt ausgewiesen. Nein, das sind keine Trails. Das Wegenetz in Österreich, es gibt ein Trailnetz, es ist halt überschaubar. Und daher raten wir eigentlich, wenn sie jetzt die Grenzen aufmachen, von Deutschland nach Österreich oder ihr als Österreicher, wenn ihr dumm fahrt, nehmt es wirklich nur mehr die offiziellen Strecken. Es ist eskaliert, glaube ich, die eigentlich komplett. Eigentlich spart es euch einfach. Genau. Wir sind jetzt mehrfach darauf hingewiesen worden. Jeder, also es ist einfach unmöglich. Natürlich, wir fahren auch Fahrt, aber macht euch darauf gefasst, dass ihr im schlimmsten Fall angezeigt werdet. Genau. Und im besten Fall einfach nur mehr Ärger kriegt denn je. Was nutzt es? Also, es ist echt schade geworden. Ich finde es auch ein bisschen traurig, weil vor 20 Jahren sind wir mit dem Radl noch die Wiesen nachgefahren und der Gaudi was und alles was. Und haben auch mal dumm verzählt, weil es gewesen ist. Derzeit schauen gewisse Sachen nicht besser, nicht schlechter aus. Wenn es im Gegenteil, sie haben 300 Fahrstraßen aufgebaut für irgendwelche Infrastrukturgeschichten oder irgendwelche Zubringer zu irgendwelchen Wäldern, was früher mit dem Anasch gearbeitet haben, ist wie es ist. Auf andere brauchen nicht aufzuhören, sondern jeder kehrt von seiner Haustür. Wir kehren auch. Videos gibt es trotzdem noch, die werden noch anders verpackt. Also weniger Biken, mehr Lifestyle gibt es jetzt. Vielleicht geht die Richtung generell in ein paar Jahren eine andere Richtung. Außer natürlich, wenn wir in Gegenden sind, wo es erlaubt ist, also wenn wir wieder nach Italien können oder eben irgendeine offizielle Enduro- oder Bikepark-Strecke fahren, dann natürlich werden wir euch schon genauer informieren. Aber sonst, wir kommen leider nicht mehr aus, so wie wir eben die Tracks aus Tirol rausnehmen mussten. So geht es uns jetzt auch mit den Videos. Da kommt mehr und mehr Druck von außen. Und ich meine, ihr wisst ja, wir arbeiten alle ganz normale Jobs. Genau. Also es bringt uns nicht viel und im schlimmsten Fall haben wir dann mords den Ärger. Genau. Und wir freuen uns zwar über wirklich jedes Video, was fleißig geklickt wird, über jeden Kommentar, über jeden Daumen nach oben natürlich, aber trotzdem ist es uns das nicht wert, dass wir dann im schlimmsten Fall im Gefängnis landen und sonst halt ordentlich Strafe bekommen. Also Und es ist natürlich auch eine Sache, wenn wir dann geführte Tour machen, aus der Technikgruße und die Leute klicken oft in unsere Videos und sagen, wow, cool, da kommt man auch mal fahren. Ja, man muss halt alles wissen, das meiste ist halt einfach zu 99% irgendwie nicht rechtens und wir da ändern es halt echt nicht mehr. Jetzt müsst ihr es selber entscheiden, die Petra hat es eh gesagt. Ja, und das Ganze ist irrsinnig schade. Wir hoffen, dass bald nach Italien was aufgeht. Ja, bei der Wirtschaftskammer, Reisebefugnis habe ich jetzt. Wir können schon mal fahren, wenn wir unten arbeiten. Das geht jetzt schon langsam. Wir werden einmal ausbuchsen und schauen, dass wir mal kommen. Zumindest Südtirol. Wie es dann weitergeht und so, müssen mit den Aufträgen laufen. Sieht man dann eh, ob wir weiter mal durchkommen. Da gibt es dann wieder tolle Videos. Und da heroben werden wir halt, wie gesagt, einfach umschwenken. Ja, wir haben gar keine Wahl. Aber bleibt trotzdem dran, also wir werden schon tolle Bergpanoramen bringen können und natürlich von uns und kleine Trailausschnitte, nur halt nichts mehr, wo man genau erkennen kann, wo wir unterwegs sind. Also keine Unterhaltung mehr, dass man sagt, man filmt mal eine ganze Tour oder so, so einen Tag einfach mal cool. Nein, scheinbar war das zu viel. Man muss man jetzt nicht verstehen oder sollte man verstehen. Keine Ahnung, wie es ist. Fakt ist, es halt einfach nur so. Das hilft nichts. Und es ist echt krass, weil. Die Versuchung ist überall. Krass. Jetzt ist schon einer da. Wie im Paradies, wie im jetzt Paradies. Ist schon Apfel da. Na, was hast du jetzt mit den. Wegschmeißen, hau ihn weg. Nein! Ah, so geht's uns. Vermutlich fahren wir halt wieder an Drehleuche. Ja, Spaß muss sein. Der Morgen ist nicht verloren. Wir wünschen euch alles Gute, freuen uns, wenn ihr treu dabei bleibt. Wir werden definitiv noch viel spannende Sachen bringen können. Nur jetzt, solange eben die Grenzen zu sind,
und hier die Auswahl so beschränkt ist, wird es halt ein bisschen anders ausschauen wie bisher. Aber wir hoffen, das taugt euch trotzdem. Und ja. Und appellieren an euch, wenn die Grenzen aufgehen, die müsst denken, am Brenner ist ein Stopp offiziell, auch wenn ganz Deutschland da herfährt. Normal war ja Tirol eher Transitland, wo viele gesagt haben, wir fahren einmal Südtirol, wir fahren Galassee, wir fahren, keine Ahnung. Ja, vor allem sind ja auch viele Einheimische wieder weggefahren und dann dafür Urlauber gekommen, das hat sich halt verteilt, klar. Ich glaube, dass es heuer sicher ganz, ganz extrem wird, weil natürlich gewisse Anlaufzentren gibt und man da gar nicht mehr auskommt. Also ich weiß ja nicht, wo man mit den Leuten dann. Wir haben derzeit Auflagen zum Erfüllen mit Mindestabständen etc., wo man sich denkt, war krass, wie soll das jemals funktionieren? Ja. Also das finde ich dann echt ziemlich heftig, aber wir werden ja, erst bis du das machen, haben wir gesagt, wir appellieren an euch, dass ihr es halt da schaut, dass nicht an zu viel Platz fahrt und fahrt wirklich da, wo Radl gern gesehen ist, anders macht das keinen Sinn. Ist ja gar nicht nachhaltig, ich bin ja am Streit, glaube ich. Ja, im Moment war ja überhaupt nichts los, aber sobald die Grenzen aufgehen, wird es sicher voll werden, eben weil man ja nicht aus kann, also weil dann halt alle in die Berge wollen, was ja auch absolut legitim ist, aber dementsprechend wird sich halt dann alles hier zusammenstauen, leider. Für mich ist es halt so, ist es meine Meinung, ich verstehe es halt nicht, weil auf der einen Seite kann ich auch die Bertesan, die Grammeiche mit dem V8 Cabrio fahren, gell? Mit der Chatty, mit einem 30 alten Mercedes, was ja okay ist, ja, ist ja lustig, klar. Da kann ich auch mit einem alten Ami und gehe drin Kaffee trinken und Wellnessen, gell? Aber mit dem Rahl an Schoderstraße oder so Waldwege auch fahren, war dann die Hölle, ja. Die was so auch mit der Hand aufgebaut worden sind, wo Holzbriegel drei liegen, Steinerhaufen, wo nicht ein Enzian wächst, wo nicht ein Edelweiß wächst, weil die sicher beim Hinauftragen. Ich verstehe es schon, dass ich jetzt nicht durch ein Staubbockgehege durchfahre. Bei uns gibt es jetzt nicht so zentral die Viecher, dass die unbedingt da stehen. Also ist das für mich nicht ganz. Gell. Aber die Verhältnisse stimmen halt genau, einfach nicht. Das ist ein bisschen verschoben. Gell. Und auf der Wasserseite werden eine ganze Welle niederdroschen, weil es irgendwas braucht. Ja, und dann ist es eh wurscht. Da ist es so ein Komplettbowil wieder. Da passt dann. Das Geilste ist, wenn dann der Bagger steht, der gerade die neue Forststraße reinhaut und noch das alte Schild, Abschneider zerstören die Vegetation. Genau. Sowas sieht man hier ja an jeder dritten Ecke. Genau, das ist halt echt. Keine Ahnung, also das hat sich total verschoben und klar, jetzt ist alles gesteuert und wirtschaftlich, aber ja, verstehe. Ja, wir können es nicht ändern, wir müssen uns beugen, weil klar. Ich war jetzt ein paar Länder schon Radler fahren und mir dumm noch viel gesehen und ganz andere Gegenden, nochmal historische Bauten, da kannst du mit dem Radler euch fahren, da bist du aber auch, ich bin nicht der was da mit Gewalt die hinmacht, sondern mit dem Fahrzeug. Und ich war in Gegenden, da habe ich einen Berg aufgetragen, da habe ich jedes 5 Meter Edelweiß gesehen. Im Frialand hat sich 5 Meter in mir der Staubbuch geguckt und mich angeschaut und tut mir nichts, den jage ich auch nicht auf. Also, ich glaube, in der Natur ist der schätzt ja, aber wir wollen ja da jetzt nicht Maske was auffüllen und macht auch keinen Sinn. Ja, es geht halt einfach nicht. Nein, also nicht. Wir sind auch zu klein, um dann irgendwelche Riesenstrafen abzufangen, wie es vielleicht ein großer Konzern tun kann. Es hilft interessiert halt mich nicht, ne? Überhaupt nicht. Also von dem her ist es jetzt halt mal so. Genau. Trotzdem dabei bleiben. Ja. Weiter geht's ja, immer. So ist es. Schaut euch an, wo es uns hintreibt. Genau. Und du? Wie kommt er dir? Oder schon Bobby? Ja, nun geht's. Sag mal schnell von euch. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace. To lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. Almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am wake up in the sky. Wow, I can see what you got on the guys in the team. Your hands in mine.
eine Sache kann man ja auch immer unbestraft filmen, das sind Platten. Weil da ist auch keiner neidisch. Die will schließlich kein Mensch freiwillig haben. Und falls wir den Tipp bekommen sollten, wir sollten tubeless fahren, schwarz euch. Fahren wir hinter uns. Wir tun es eh nicht. Aber dafür könnt ihr jetzt den Timelapse begutachten, ja, wie wir hier wechseln. Da wird schon wieder Wasser aufgefüllt bei uns. Heute war es hübsch trocken. Jetzt sind wir froh, ja. Also nicht vorhin. Zurück am Bus und die Kühlbox arbeitet, weil die Solarzelle ist jetzt drauf. Der Martin schraubt gerade das Radl noch drauf. Da scheint es zu spiegeln und wir schauen jetzt mal, was wir Gutes dabei haben. So, da sind wir. Wir haben Schoki, Aperol Spritz und was er so gern mag, das da. Schütteln darf ich es jetzt nicht, sonst kriege ich geschimpft. Gut. Boah, einschenken kurz, ha? Jawohl. Was? Eigentlich auch Cappuccino mit einem Schuss Bier. Aber Ruhespritze. Frauengetränk. So fein. An der Strada del Sole. Schantinger kennt man schon, in Kempten ist in Österreich auch verboten. Heute gibt es den Videoabschluss mal hier bei Martin und Vicky. Eine Person darf ja wieder besuchen und ich gehöre quasi zur Familie. Oder 10 Personen. 10? Aber die feste Mindestabstand haben wir. Wir melden heute mal. Prost. Prost, der Lieder. Prost. Hier oben, oben. Ich habe Brust auf drei Seiten vom Bildschirm. Letzte Stunden in der Freiheit.